So ungesund ist Coca-Cola Zero wirklich. Und neben mir steht Coca-Cola Zero. Erstmal schönen Schluck und wir gehen rein ins Video. Danach werde ich sie nicht mehr so genüsslich trinken. Coca-Cola befindet sich im Wandel. Die äußerst beliebte Coke Zero heißt jetzt Zero Sugar und sieht dem Original deutlich ähnlicher als vorher. Der Konzern setzt in den kommenden Jahren speziell auf diese zuckerfreie Alternative, um zu wachsen. Dann gibt es ja auch noch Coca-Cola Light, was nicht dasselbe ist anscheinend, weil sie leichter schmeckt und nicht quasi Cola, aber ohne Zucker ist, sondern ein eigenes Ding. I mean, whatever, I guess. So oder so hört man immer wieder die unterschiedlichsten Dinge über Coca-Cola Light und Zero. Vielleicht kennt ihr es. Und nein, das ist totales Gift, da ist Aspartam drin, das, Moment, verursacht Kopfweh, Gedächtnisverlust. Jungs, was ist Aspartam, Alter? Sehstörungen, Krebs! Koma und Krebs. What? Erhöhen Softdrinks mit Zuckerersatzstoffen das Risiko für Herzerkrankungen drastisch? Machen Leitgetränke den Magen kaputt? Macht Süßstoff hungrig auf Süßes und dann wird man dadurch letztlich doch dicker? Im Internet findet man alle möglichen Artikel. Und häufig greifen die leider ein wenig zu kurz. Einzelne Studien werden wild hin und her geworfen. Wie ungesund ist Coca-Cola Zero wirklich? Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, es ist relativ ungesund, aber nicht so schlimm, wie ich denke. Geil, Bird, servus. Ist es die bessere Alternative zur klassischen Coke? Zu welcher von beiden Stimmt. solltest du greifen, wenn du Bock auf eine Cola hast? Die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Kurskeks, Leak, vielleicht stirbst du doch nicht in drei Tagen, weil du so viel Cola trinkst. Zucker ist nicht per se schädlich. Der durchschnittliche Deutsche nimmt einfach nur viel zu viel davon zu sich. Und zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne, kann übergewichtig machen und je nach Lifestyle zur Entstehung von diversen Krankheiten beitragen. Vor allem Softdrinks sind hier gefährlich. True, wenn ich sterbe, sind ich männlich, yeah! Man nimmt ordentlich Kalorien zu sich, ohne dass der Hunger gestillt wird. Okay, dann ist eine Cola ohne Kalorien und ohne Zucker wohl ganz offensichtlich die bessere Alternative. Doch, Moment, was ist mit der Behauptung, dass der Süßstoff in Leitgetränken krebserregend ist? Das wurde tatsächlich lange sehr kontrovers diskutiert. Verantwortlich sei vor allem der Süßstoff Aspartam, der unter anderem auch in Coke Zero und Cola Light verwendet wird. Um den ranken sich allerlei Verschwörungsmythen, siehe unser Zitat von der Seite Zentrum der Gesundheit. Das klingt, Jungs, Zentrum der Gesundheit, das klingt wirklich so sass. Von der ihr euch fernhalten solltet. Aber naja. Nach Warnsignalen aus Tierversuchen oder einzelnen Studien stellten ausführliche Studien keinen Zusammenhang zwischen Süßstoffen und Krebs an Menschen fest. Kurz Bullshit. Süßstoffe machen nicht unmittelbar krank und verursachen auch keinen Krebs. Sie wurden von riesigen Kontrollbehörden wie der Europäischen Food Safety Authority geprüft und zugelassen. Das Video von MyLab zu dem Thema können wir euch an dieser Stelle übrigens definitiv ans Herz legen. Aspartam und andere gängige Süßstoffe wie Acesulfam K werden aber auch im Hinblick auf indirekte Risiken seit Jahrzehnten erforscht. Es gibt einige recht große Studien, die einen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dem regelmäßigen Konsum von Leitgetränken festgestellt haben. Das könnte möglicherweise daran liegen, dass künstliche Süßstoffe eventuell eine Glukoseintoleranz hervorrufen könnten. Jungs, aber Glukose, Fructose und Laktose. Vorbote von Diabetes. Nee, scheiße, Laktose ist falsch. Einige Experimente deuten zum Beispiel darauf hin, dass künstliche Süßstoffe unsere Darmflora schädigen könnten. So nennt man die ganzen Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln und uns zum Beispiel bei der Verdauung helfen und Erreger bekämpfen. Diese Mikrobiota könnte aufgrund der Süßstoffe eventuell außer Balance geraten und zu viel Zucker produzieren. Der würde uns dann potenziell wiederum schaden. Aber es ist unklar, wie relevant diese Effekte durch Leitgetränke wirklich sind, wenn es sie denn gibt, wie sie sich langfristig auswirken und welche Dosis hier wirklich problematisch sein könnte. Bisher gibt es einfach zu wenig Forschung, um klare Aussagen treffen zu können. Viele Wissenschaftler glauben nicht, dass hier überhaupt ein Risiko besteht. Ultimativ ist auch völlig unklar, ob Menschen durch den Konsum von Leitgetränken wirklich anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden. Es könnte ja sein, dass Leitgetränke schlicht und einfach eher von Menschen konsumiert werden, die vielleicht ohnehin durch ihren Lebensstil oder ähnliches mit höherer Wahrscheinlichkeit trifft alles auf Kurskis zu, bei Ray. Eine solche Erkrankung erleiden. Sonst das Rauchen? Kurz, viele Fragezeichen.
Selbst nach jahrelanger Forschung weiß man außerdem immer noch nicht endgültig, ob man am Ende trotz Zero Kalorien nicht doch einfach zunimmt. Tatsächlich weiß man aus wissenschaftlichen Studien, dass Menschen, die vermehrt Leitgetränke und allgemein durch künstliche Süßstoffe konsumieren... Aber also, du musst jetzt keine Angst haben. Ich weiß nicht, wie viel du trinkst, aber die Masse macht es. Wenn du jetzt jeden Tag 3 Colas trinkst, dann solltest du Gedanken machen, aber... ...dass das oft Menschen sind, die erhöhtes Körpergewicht haben und auch weiter ein Gewicht zunehmen. Das ist Dr. Peter von Philipsborn von der LMU München. Er ist unter anderem Experte auf dem Gebiet gesunder Ernährungsweisen und speziell Softdrinks. Jetzt ist die Frage, was ist da Hirn und was ist Ei? Ja, nehmen Leute zu, weil sie Leitgetränke trinken, oder ist es genau umgekehrt? Vielleicht trinken Menschen ja auch Diet Coke etc., weil sie übergewichtig sind oder zugenommen haben und nicht noch weiter zunehmen wollen. Eventuell gibt es auch beide Effekte. Viele von diesen künstlichen Süßstoffen sind sehr, sehr intensiv süß. Und auch viele von den Leitgetränken haben ja eine extrem starke Süße. Und wenn man sich dann dadurch daran gewöhnt, dass alles süß schmeckt, dann kann es langfristig das Verlangen nach Süße erhöhen. Das klingt durchaus plausibel und wird durch ein paar Erkenntnisse aus Studien unterstützt. Dieser Effekt wurde aber bisher nicht eindeutig nachgewiesen und schlussendlich braucht es einfach... Aber bis dato sagtest du eigentlich nur, also wir vermuten es ist so, aber wissen tun wir es eigentlich nicht. Weitere Forschung. Das ist auch ein mögliches Problem mit Leitgetränken, dass wenn Menschen denken, dass sie durch Leitgetränke ja Kalorien sparen und dann deswegen aus anderen Quellen mehr Kalorien zu sich nehmen. Anders gesagt, man nimmt die Cola Light, aber dafür dann vielleicht den extra dicken Burger und die große geil. Pommes. Geil. Aber auch hier, das ist eine mögliche Erklärung, aber nicht nachgewiesen. Gleichzeitig existieren ziemlich gute Argumente gegen diese möglichen Effekte. In der Wissenschaft gibt es sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien. Hier teilt man Teilnehmer zufällig in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe bekommt dann zum Beispiel das eine Medikament, die andere ein anderes. So kann man dann ziemlich zuverlässig schauen, welches der Medikamente besser wirkt. Und wenn man mit solchen Studien klassische Softdrinks mit Zucker vergleicht mit Leitgetränken, dann sieht man, dass zumindest kurzfristig über einen Zeitraum von so einem halben bis zu 2 Jahren die klassischen Softdrinks zu einer Gewichtszunahme führen, die Leitgetränke aber nicht oder zumindest deutlich weniger. Ob das langfristig genauso ist, weiß man wiederum noch nicht. Denn solche Studien über viele Jahre hinweg laufen zu lassen, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Wir finden es spannend, wie schwierig es ist, die langfristigen Auswirkungen von Inhaltsstoffen auf den Menschen zu erforschen. Künstliche Süßstoffe müssen selbst nach Jahrzehnten in vielen Bereichen immer noch weiter unter die Lupe genommen werden. Bis dahin ist die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung laut Dr. von Philipps... Ich fühle mich gerade richtig schlecht, diese Cola zu trinken, Digga. Ich hab's trotzdem genossen. Und dennoch recht deutlich. Wenn du mal eine Cola trinken willst, dann sind Light und Zero nach allem, was man weiß, das geringere Übel. Das gilt für die Zähne und auch für das Gewicht. Künstliche Süßstoffe haben also definitiv ihre Daseinsberechtigung. Natürlich sind Leitgetränke trotzdem nicht unbedingt gesund, aber... In geringen Mengen ist das auch alles kein Problem. So, manchmal trinke ich auch sehr gerne Tonic Water. Das ist das Softdrink, was ich halt mag. Und ja, wenn man sich das hin und wieder mal gönnt und ansonsten halt auf eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil achtet, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Cheers. Nein, Schuss! Schuss?